Wir sind auf dem Weg. Tuning World Bodensee. Also haben wir so 7 Stunden Fahrt. Oder ich. Der Kofferraum ist voller Ware. Das heißt, wir sind auch aus gutem Grund da. Jetzt bin ich bei einem Laden, denn mir fehlt noch eine Sache. Ich habe ein Problem in dem Wagen. Ich habe schon mittellange Strecken gemacht, aber noch gar keine ganz lange, weil das macht auch keinen Spaß bei dem Spritverbrauch. Dazu kommen wir noch später. Und ich brauche noch 2 Sachen. Ich habe das Problem, ich habe ja immer noch nichts daran gemacht und das ist echt, echt nervig. Muss ich aus dem Grund Kabel holen, weil ich habe entweder AUX oder muss das Handy laden. Außerdem muss ich das Navigationssystem vom Handy nutzen, Google Maps oder Apple Karten. Hier sieht man es nicht gut. Hier hinlege, wo ich es normalerweise hinlege, habe ich das Problem, dass das Ding überhitzt, weil der Monitor ist ziemlich heiß. Ist wahrscheinlich auch nicht so gut für Handy und Monitor. Und das Ding hier ist ziemlich heiß dann. Die Sonne noch rein, 6 Stunden lang, dann müsste ich auch das Ladegerät dran machen, damit das Akku hält. Und dann kann ich aber keine Musik hören bei AUX. Was natürlich ziemlich, ziemlich doof ist. Und ich glaube, danach werde ich wieder motiviert sein, hier was dran zu ändern. Aber die Zeit, Freunde, die Zeit ist immer das Problem. Das war jetzt natürlich mal wieder nichts. Und ich habe eigentlich für alles etwas da. Aber natürlich, dieses Kabel gibt es nicht original von Apple, laut denen hier. Und es gibt ja natürlich auch Zubehör, aber natürlich nicht hier. Wir sind ja nicht in einem Elektronikfachgeschäft, wo man sowas vielleicht haben sollte. Wieder mal habe ich irgendwie einen Edge-Case hier erreicht. Hoffentlich funktioniert das. Ansonsten habe ich noch ein Problem. Jetzt muss ich mich schon für die gesamten 7 Stunden oder eine längere Fahrt, weil morgen ist Feiertag, das könnte übel werden, dazu entscheiden, AUX oder laden. Wahrscheinlich einfach nacheinander. Mal gucken, ob das Ding hier wenigstens funktioniert. Sonst kriege ich hier gleich einen Föhn. Und raste vollkommen aus. Natürlich geht das Trägerpapier nicht runter. Ey, Freunde, heute ist wieder so ein Tag, ne? Das wird teuer. Ich nutze die Chance mal und tank direkt. Ich muss eh gerade auf Toilette. Allerdings kostet der Super 2,24. Oh Mann. Egal. Ich bin gleich da. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Von daher. Kann der Tanknadel wirklich beim Runterzählen zusehen. Allerdings bin ich jetzt erst bei der Hälfte und ich habe schon 350 Kilometer gemacht. Das wird für den einen oder anderen katastrophal klingen. Für mich klingt das tatsächlich in dem Auto gut zu dem, was ich sonst so mache in der Innenstadt und Landstraße. Durchschnittsverbrauch ist grandios. Ich meine immer noch Katastrophe für die Geschwindigkeit, die ich fahre, aber grandios im Grundsatz für den Wagen. Ich habe noch 250 Kilometer, bin schon 400 gefahren. Das heißt, ich fahre über 600 Kilometer, fast 700 mit der Tankfüllung. Ich war schon bei 11,6, jetzt bin ich bei 12,0 wegen mehr bergig und ich bin ein bisschen schneller gefahren. Ja, das ist krass. Also das hätte ich nicht erwartet. Das ist schon für das Auto, das ist echt gut. Mag man gar nicht glauben. Jetzt haben wir es fast geschafft, stehen leider noch im Stau, aber... nicht schlecht. Angenehmes Hotel. Mal gucken, wo ich hier hingucke, hoffentlich auf mein Auto, weil ich stehe im kompletten Halteverbot. Ich hatte aber keinen Bock, jetzt schon wieder nochmal 15 Euro für das Ding zu bezahlen. Na da. Ah gut, da stellt sich noch einer davor. Naja. Egal, ich muss morgen eh früh aufstehen, von daher ist es auch egal. Und ich habe ja einen guten Blick darauf. Ja, sonst ist hier echt gar nichts. Aber das Hotel ist gut. Was ist das denn? Ah, das Bad. Schick. Seht ihr meine Augenringe? Sonst gut hier. Bad ist gut. Zimmer. Ich glaube, wir gehen. Vielleicht machen wir morgen früh noch eine kleine Roomtour. Ich meine, so groß ist es jetzt auch wiederum nicht. Aber reicht. Bis morgen.
Guten Morgen, Freunde. Ich habe jetzt so 6 Stunden geschlafen, eigentlich ganz okay. Bin trotzdem sehr, sehr müde. Ich muss jetzt direkt wieder los, muss auschecken. Ich zeige euch jetzt noch einmal das Hotelzimmer. War das eigentlich ganz cool? Und dann geht's los. Tschüss. Schönes Zimmer. Ein bisschen was Arbeit. Bin heute auch live vor Ort. Nur heute, also kommt vorbei. Halle B3, Stand 201. Woo!